Hallo liebe Freunde, ich bin's wieder, euer Graf Porno und Prost. Ja, wir stehen kurz vor Veränderung unserer ersten Staffel, weil erstens ist es von jetzt, wo ich aufnehme, von heute, nur noch ein Tag bis zum Release des neuen Patches. Sprich, wir werden das fort wahrscheinlich gar nicht mehr fertig kriegen. Aber wir machen trotzdem weiter, ich will euch noch die Hütte zeigen und wir wollen auch noch ein paar Eingeborene erschießen. Und ja, wir nehmen jetzt noch ein paar Völkchen auf. Völkchen. Wir nehmen ein paar Völker bei uns auf. Nein, wir nehmen ein paar Folgen auf. Und ich sage jetzt mal heute, Getränk des Tages übrigens. Heute ist Veltins Fassbrause Traube Pflaume. Ich halte das mal hier so rein. Traube Pflaume, ganz köstlich. Fantastisch. Sehr erfrischend. Ja, und ich würde sagen, es ist schwärzeste Nacht. Wir haben aber sehr, sehr gute Sichtverhältnisse aufgrund des hellen Mondes. Und ich würde sagen, wir sehen uns mal ein wenig um. Wobei ich da hinten schon wieder Kollegen sehe. Na, vielleicht schlafen wir doch ein bisschen und hoffen, dass sie uns nicht finden und dass es dann Tag ist. So wie jetzt. Großartig. Ich würde sagen, wir gehen unseren Tagwerk nach. Vielleicht hauen wir uns erstmal noch gerade einen kleinen Lizard ins Feuer. Wir müssen heute auch ein bisschen sehen, dass wir, fällt mir gerade, oder sehe ich gerade, so wenn wir ins Inventar gucken, nichts mehr zu essen da, auch nicht mehr viele Schnickerse. Also von daher müssen wir da gleich noch auch ein bisschen parallel noch auf die Jagd gehen. Schaffen wir aber. Bin ich ganz zuverlässig, kriegen wir zusammen hin. Es sind auch nur noch 28 Loks, die wir benötigen für unser Häuschen. Dann können wir uns ein bisschen um Verteidigungsanlagen und Mauern kümmern. Aber nicht zu vergessen, unseren Bogen. Denn wir haben ja in einer vergangenen Folge gesehen. Wir haben ja in einer vergangenen Folge. Oh. Sie haben uns nicht gesehen und werden noch zusätzlich angegriffen von einem Kannibalen. Was ich sagen wollte, in der vergangenen Folge haben wir gesehen, mit Pfeil und Bogen kommen wir bei Eingeborenen sehr, sehr weit. Denn ein Schuss reicht meistens schon aus, sie zu töten. Was ich ganz hervorragend finde. So, da hinten stehen jetzt die Jungs. Sie können mich anscheinend im Wasser nicht sehen. Ha. Ist ja interessant. Oh Gott, da oben kommen noch mehr. Da kommen ja noch viel mehr. Was ist denn hier los, sag mal? So kann ich nicht arbeiten. Sind unsere Bäume nachgewachsen? Lass mal gleich gucken. Wir kennen das ja aus den vorhergegangenen Folgen, dass dann öfter mal die Bäume wieder nachwuchsen über Nacht. So. Okay, zwei große Gruppen, sprich 10 von den... Nein, unsere Bäume sind nicht nachgewachsen. Was ist denn hier los? Macht nichts, es hilft ja nichts. Wir müssen trotzdem weiter abholzen. Wir wollen ja noch weiterkommen hier. Aber ich muss mich auch noch dran erinnern oder mich dazu zwingen, natürlich gleich etwas zu jagen, weil einfach... Oh. Nichts zu essen mehr am Start. Ja, ich weiß nicht, wie es euch in Zwischenzeit gegangen ist. Ich muss sagen... Oha, da hinten kommen sie wieder. Ich muss ja sagen, ich spiele dieses Spiel hier sehr, sehr gerne. Würde jetzt halt aber auch mit dem nächsten Patch nicht unbedingt, dann gleich in die nächste Staffel gehen wollen. Sondern mir ein bisschen Zeit dafür lassen. Und... dann mal was anderes spielen. Also einfach mal, weil was anderes sicherlich auch Spaß macht. Ich bin allerdings gerade noch so ein bisschen mir am Hadern. Ich weiß noch nicht ganz genau, was ich spielen werde. Oh. Oh, jetzt ist es weg. Ich wollte gerade einen Screenshot machen. Blöd. Was blöd ist, ich brauche ja auch Federn. Und da muss ich natürlich Vögel für töten. Am Meer gab es diese wunderbar langsamen Möwen. Hier gibt es diese kleinen Spatzen. Die sind aber mal gar nicht so einfach zu erledigen. Vielleicht
Vielleicht muss ich das mit der kleinen Axt probieren. Ich habe das Gefühl, die kleine Axt ist auch... So. Ist auch etwas schneller. Sagt mir mein Gefühl. So. Wir müssen weitermachen. Es hilft nichts. Das Holz muss weg. Kennt ihr, ich bin ja großer Fan der Serie Arrow. Ja, ne? Green Arrow von DC. Aus dem DC-Universum. Und das fängt ja ähnlich an eigentlich. Auch ein Mann alleine auf einer... auf einer scheinbar einsamen Insel. Der dann zu einem geheimnisvollen Bogenschützen wird. So werde ich das auch machen. Oder so werden wir das zusammen auch machen. So. Ne? Der einsame Bogenschütze auf einer einsamen Insel. Nee. Einsam sind wir ja nicht. Wir haben ja diverse Menschen hier dabei, die uns immer mal wieder besuchen kommen. Oh, unsere Energie sinkt ab. Und das ohne sich anzumelden, nicht? Kommen sie uns immer besuchen. Sonst hätte ich ja Kuchen da. Oder ein Tässchen Kaffee. Ist aber nicht so. Ja, uah. Naja, auf jeden Fall erinnert mich das Spiel hier schon sehr an Arrow. Finde ich sehr gut, obwohl natürlich bei Arrow selbstverständlich keine Eingeborenen da sind. So, aber ich mag es wirklich. Und ich bin gespannt, was da noch kommen soll. Also wie gesagt, ich habe jetzt nochmal in euren Kommentaren, irgendjemand schrieb auch irgendwie da hinten die Berglandschaft. Das wird alles noch implementiert. Und es soll sogar einen Koop-Modus geben, habe ich gehört. Was ich natürlich auch richtig gut finden würde. Weil dann können wir das Ganze vielleicht auch mal mit jemandem zusammenspielen. Hallo kleiner Waschbär. Ja, Mist. Ich weiß noch nicht mal, ob man die Waschbären überhaupt essen kann. Ach, Mist. Also die Vögel sind tatsächlich sehr schnell. Und da müssen wir dann nochmal ein bisschen extra Zeit für einplanen, wenn wir dann Federn suchen gehen für unsere Pfeile. Es ist halt unglaublich, es sind unglaublich viele Rehe hier. Und das bringt mir halt überhaupt nichts, weil ich ja in der Tat... weil ich ja in der Tat was zu essen benötige. Und Rehe lassen sich noch nicht verwerten. Das ist echt das Problem, finde ich. Es wäre sehr schön, wenn man die schon essen könnte. Weil dann wäre das Essen, hätte ich jetzt auch nicht die Essensprobleme hier. Oder wir gehen halt irgendwie... Na? Wir gehen halt... ans Wasser und besorgen uns Fisch. Das wäre halt auch noch eine Möglichkeit, was wir machen könnten. Es sind unglaublich viele Eingeborene hier. Da oben ist eine Gruppe, da unten ist eine Gruppe. Jetzt haben sie da ihre ganzen Totems aufgestellt. Wir haben schon gesehen, die lassen sich jetzt hier zerstören. Ich weiß nicht so richtig, wozu die diese aufstellen. Also weiß ich natürlich auch nicht, was es bewirkt, wenn wir diese zerstören. Ist ja immer sehr schön, dass unsere Loks hier unten zu dem Häuschen hin rollen. Ich fand es übrigens ganz schön auf meinem, ich muss abhauen, auf meinem Aufruf hin, beziehungsweise auf meine Geschichte, die ich erzählt habe aus der Community, dass ich da so am Anfang gleich so schlechte Erfahrungen gemacht habe, dass sich da einige Leute gemeldet haben und gesagt haben, hey und so, das sind alle schwarze Schafe gewesen und eigentlich ist es ganz cool mit uns und so weiter, komm, lass mal was zusammen machen. Und ich konnte schon einige Kooperationen eingehen und ich glaube, das war ja auch eine Momentaufnahme. Also das war ja echt eine Sache, die da passiert ist
mit so ein paar, mit diversen Leuten. Und steckt jetzt ja nicht für die ganze Szene. Also so war es natürlich auch nicht gemeint. Aber ich freue mich, dass es dann doch jetzt im Nachhinein so viel Zuspruch gegeben hat. Sehr gut. So macht das Ganze nämlich auch richtig Spaß. Ah, da ist sie wieder, die Mauke. Die alte Käsemauke. Könnt ihr das erkennen? Ist aber auch schon ein bisschen abgeranzt. Jetzt baut er da sein... Die bauen hier überall ihre Totems hin. Das können sie ja machen, aber irgendwie macht es unruhig, weil ich nicht so richtig weiß, was das soll. Von hier kann ich sie sehr gut beobachten. Also mal gucken, dass von links nicht wieder die nächste Truppe kommt. Ach Mensch, Gerd, diese Vögel. So, sie ziehen ihres Weges. Ich finde das sehr vorbildlich. Ja, die haben auch tatsächlich hier wieder... Ah, der Bleistiftmann. Die haben auch tatsächlich hier wieder die Totems aufgebaut. Ich finde, sie verschönern nicht unbedingt meinen Garten. Also kommen sie weg. Huch. Das ist auch hier Marke. Ich würde sagen, Marke Cheerleader. So. Warum auch immer dann quasi nur so ein ausgekochter Totenkopf davon übrig bleibt. Ich hätte mir ja auch den anderen Kopf aufgehangen. In meine Hütte. So. Da sind auch wieder Jungs. Aber ganz ehrlich, wir müssen jetzt noch ein bisschen weitermachen. Wir dürfen uns jetzt nicht so abbringen lassen. Zur Not gehen wir auf der Flucht halt ein bisschen ins Wasser. Da können sie uns ja dank den Entwicklern, die sie wasserscheu gemacht haben im Endeffekt, können sie uns ja nicht folgen. Aber sie gucken sich jetzt natürlich unsere Hütte an. Wir haben übrigens noch 14 Loks, die wir benötigen. Ist ja sehr gut. So, wo laufen sie hin? Ah ja. Okay, da rufen sie nach ihren kleinen Freunden. Und wir warten jetzt erstmal ab. Ein Fehler. Wir warten jetzt erstmal ab, bis die Jungs sich verzogen haben. Dann arbeiten wir weiter. Denn wir wollen ja in der heutigen Episode auf jeden Fall noch unsere Hütte fertig bekommen. Ich war... Ich hoffe, sie können mich hier hinter nicht sehen. Was ich mich frage, warum sind sie zusammen mit einem Kannibalen unterwegs? Das wundert mich sehr. Eigentlich dürften sich diese beiden Stämme ja nicht so gut verstehen. Naja, hier die große Axt wieder nehmen. Tja, keine Coca-Cola mehr. Wir hauen uns noch einen Schneegas rein und noch eins. So. Aber die Power ist auch bald weg, Freunde. Was ist hier los? Zwölf Loks haben wir noch, die wir machen müssen. Das spricht für, oder das heißt, wir brauchen noch drei Bäume. Das werden wir ja wohl noch schaffen. Und ich finde, das ist ein gutes Ziel für die heutige Folge. Einfach dann unsere Hütte fertig zu bekommen.
Gott, da hält's mich ja fast erschlagen von dem Ding. Ach, die Jungs bauen da hinten wieder ihre Totems. Hässliche Viecher, wirklich. So, 10 sind es nur noch. Wir schaffen das. Bevor auch unsere Energie weg ist. Ne? Dafür müssen wir anscheinend ein bisschen ins Inland gehen, um wieder was zum... Ah ja, jetzt fängt es noch an zu regnen, wie schön. Die haben die hier im Wald überall aufgestellt. Gibt's ja gar nicht. Wahrscheinlich wollen sie mich warnen. So, das hier ist unser Gebiet. So wie so ein Hund, der so sein Revier mit Pisse absteckt. Ja, und sie mir sagen damit, das hier ist unser Revier. Unsere Hut. Brother. Mal gucken. Taktischer Rückzug. Ja, die gucken sich natürlich alles genau an. Fragen sich, was passiert hier. Was im Wasser haben sie jetzt auch schon gebaut. Hier ist wieder der Bleistiftmann von hinten. So, ich würde mal sagen, Freunde, unsere Energie ist runter. Jetzt geht das Ganze nur noch im... Das Ganze nur noch langsam, nur noch im Schritt. Aber so viele sind es jetzt ja nun auch nicht mehr. Das kriegen wir jetzt noch hin. Ich hoffe, wie gesagt, jetzt für den Moment, dass wir das tatsächlich die Eingeborenen unserer Häuschen noch nicht betreten können, weil dann haben wir wenigstens die Chance, uns da auch zu verkriechen im Fall einer ungeplanten Konfrontation, so könnte man das ja nennen. Und das wäre schon sehr von Vorteil. Solange bis wir uns verteidigen können. Oder auch was zu essen haben. Ne? Ah, Wahnsinn. Ja, Freunde, ihr seht es. Wunderbar. Ich probiere gerade. Okay. Ah ja, da war es gerade ein bisschen buggy, das Ganze. Ist aber gar nicht schlimm. Was ist denn jetzt? Oh Gott, was ist jetzt? Wir werden es gleich ausprobieren. Ob das... Das kann nicht wahr sein. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Tja, Freunde, wir haben uns eine tolle Hütte gebaut. Die sich leider nicht betreten lässt. Ah ja, doch. Wir müssen... Müssen nur reinspringen. Okay, wenn wir das wissen, ist es gut. Die Eingehörigen wissen das nicht. Und vielleicht kommen die dann einfach nicht rein. Das wäre ja auch nicht schlecht. So, ja. Herzlichen Glückwunsch. Also, wir haben unsere Hütte fertig. Hier haben wir zwei wunderschöne Fenster, links und rechts, die wir hinausschauen können. Hier unten mit Zeitung und ein paar Kissen. Und ein paar Kissen, ein schönes improvisiertes Bett. Unsere Holztür, Haustür. Und hier ist nichts. Das ist im Endeffekt unser Häuschen. Und... Wo sind die Federn? Ja. Guckt, er zappelt noch mit den Füßchen. Grausam. Grausam, grausam. Ja, wie gesagt, wir haben Besuch.
Dieser Besuch hat unser Haus und uns auch entdeckt. Und ich würde sagen, damit belassen wir es für heute, für die heutige Episode. Wir haben uns das Ziel gesetzt, dieses Haus zu bauen. Wir haben dieses Haus gebaut, können jetzt momentan noch gerade nicht so richtig raus, weil wir haben keine Energie mehr und werden aber hart angegriffen. Ja, und ich würde sagen, Episode... Wo sind wir denn jetzt? Episode 10 oder 9? Ich weiß es nicht. Erfolgreich hinter uns gebracht und ich würde sagen, bis zur nächsten Episode und dann werden wir mal schauen, wie wir hier weiter überleben können. Bis dann!